Dann fangen wir an. Ich freue mich. Wir sind heute das zweite Mal am Quatschen. Auch wieder über Musik. Wer hätte es denn gedacht? Ich frage, genau, du bist jetzt einer von denen, die frage ich jetzt wieder, wie geht's dir denn? Ich wechsle immer so ein bisschen mit der ersten Frage, aber dich frage ich heute mal wieder. Wie ist es aktuell? Das ist lieb von dir, dass du fragst. Danke. Mir geht es soweit gut. Es ist, beziehungsweise mir geht es gut, aber es ist überraschend wieder sehr viel, was auf einen zukommt, was man nicht gewohnt war aus den letzten 2 Jahren. Dementsprechend muss der Körper und der Geist erst sich mal wieder drauf einlassen, was alles so an To-Dos auf einmal kommt. Wie geht's mit dir, wenn ich Ja, zurückfragen darf? mir geht's sehr gut. Vielen lieben Dank. Das Wetter ist schön. Die Temperaturen sind noch nicht ganz so hoch. Ich habe eine Klimaanlage, von daher, mir könnte es nicht besser gehen. Also von daher. Hatten wir letztes Mal, dass du mir von der Klimaanlage erzählt hast, erinnere ich War mich. das so? Ja, das, okay. Ja, guck Ja. mal, der Kreis schließt sich. Verrückt. Und letztes Mal haben wir uns ja auch über Musik unterhalten und das machen wir heute auch, nämlich über den aktuellen Song. Ich meine, so Sommer-Hit-technisch, da kann man ja quasi fast schon so ein bisschen die Uhr nachstellen bei dir. Dieses Mal heißt er ja Vámonos. Magst du mir was bisschen drüber erzählen? Worum geht's bei dem Lied? Ja, klar, gerne. Also, Vamonos heißt übersetzt im Endeffekt auf geht's, los geht's. Und das war für mich so der Song. Ich war mir ziemlich sicher, dass das ganze Corona-Ding so wie wegfällt. Und dann habe ich gesagt, komm, auf geht's. Nach Corona-Zeit, wir alle wieder zusammen draußen feiern, sich Ja. umarmen, gute Zeit haben und das hinter sich lassen. Ne? Also bringt ja nichts, in die Vergangenheit zu schauen. Das kann man ja nicht mehr ändern. Dementsprechend nach vorne schauen. Und habe das Ganze mit einem schönen inhaltlichen, eine Story, eine Message verpackt. Da geht es nämlich darum, in den Chorus ist es eine Art Tanzablauf, aber in der Verse und im Pre-Chorus, da geht es darum, dass wir alle eins auf diesem Planeten sind, dass wir miteinander klarkommen müssen, weil wir alle in diesem Boot sitzen. Und Nächstenliebe, Friede, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, so ungefähr. Das ist so die Botschaft des Songs. Und um das nochmal ganz abzurunden, bin ich dann nach Uganda geflogen. Und in Uganda habe ich seit 2018 das eigene Projekt, das nennt sich da Right to School Foundation, unter dem Deckmantel Herzensfolger, das ist auch hier das Armband. Herzensfolge-Armband. Das ist so meine Okay. eigene Wortmarke, die ich 2016 gegründet habe, mit der Vision und Mission, die Welt als eine bessere zu verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und das anhand, indem ich Kindern, Tieren und der Natur helfe. Und der Baustein Kinder, den habe ich in Uganda aufgebaut. Das sind mittlerweile über 125 Halb- und Vollwaisenkinder. Da 2 Hektar Land gekauft. Also wir bieten den Bildung an. Ernährung und natürlich auch Shelter. Shelter auf Deutsch, Kopf über dem Dach, also Unterkunft, dass sie auch Ja. irgendwo schlafen können. Genau. Und das ist halt, das Video ist da entstanden zum größten Teil. Also, wenn man sich das Musikvideo anschaut, sieht man zum einen mal Uganda, Afrika, East Africa, also Ostafrika. Und man wird überrascht sein, wie grün und paradiesisch das aussieht, weil man denkt immer, Afrika, trocken, alles heiß und irgendwie, da gibt es nicht so richtig. Aber das ist. Nicht ohne Grund nennt man Uganda the Pearl of Africa, also die Perle Afrikas. Es ist sowas von schön, tropisch, Riesenseen, grüne Wälder, Schimpansen, also Giraffe, also gibt es alles, also wirklich Gorillas. Also es gibt, glaube ich, noch 2 Länder, wo du Gorillas wild sehen kannst, das sind Ruanda und in Uganda. Also ich habe jetzt Ja. viel geredet, tut mir leid, aber du wolltest, du hast Nein, ach, gefragt. alles gut. Ich ratter hier nur gerade im Kopf so mit, weil also du hast mir ja quasi schon 3 Fragen beantwortet, aber da müssen wir genau an den Stellen dann nochmal ansetzen. Wir fangen am Anfang an, weil Vámonos hast du ja eben gesagt, so alle zusammen, ne, Brüder und Schwestern, wir sind alle in einem Boot, wie du so schön gesagt hast. Was mir dann halt direkt in den Kopf gekommen ist, hast du den Song geschrieben, als es mit der Ukraine und so weiter losging, oder ist es komplett losgelöst davon? Also wäre der Song auch gekommen, wenn es keinen Krieg gegeben hätte. Komplett losgelöst, weil für mich Okay. ist es so, es gibt überall Krieg, nicht nur in der Ukraine. Also wir müssen ja nicht über Syrien, Afghanistan und Somalia und all die Länder, wo es auch aktuell neben der Ukraine auch Bombardements und alles Mögliche gibt. Und es gibt es auch schon seit vielen Jahren. Deswegen ist der Friede für mich generell eine Grundbasis, die ich gerne kommunizieren möchte. Weil ohne Miteinander funktioniert es nicht, dann hauen wir uns ewig die Köpfe ein. Und warum hast du dich dann entschieden, den Song in Uganda, also ich meine, das Video in Uganda aufzunehmen? Ich meine, wenn man normalerweise an deine Lieder denkt, hätte ich jetzt erstmal so an Spanien gedacht oder so und jetzt nicht unbedingt an Afrika. Warum hast du den Song da aufgenommen? Weil es um diese Nächstenliebe, um das Miteinander geht,
Und das war für mich einfach perfekt, den Menschen zu zeigen, wie das in Afrika einfach auch so die Emotion, die kriegst du nicht in so einem Musikvideo. Da holst du dir ein paar Darsteller und so und dann ist es sommerlich und schön. Aber da fehlt diese tiefe, ehrliche, authentische Message, die dieser Song hat. Und den siehst du wirklich nur, wenn du nicht Darsteller buchst, sondern wenn du wirklich reingehst in die Community, in die kleine, in das Village, also in das Dorf und da die Menschen siehst, wie, da guck mal an, was sie anhaben. Ich weiß nicht, ob du das Musikvideo angeschaut hast, aber wenn du siehst, das ist so bunt durchgemischt, die Klamotten und auch ärmlich und weniger ärmlich, also das ist einfach echt und darum ging es mir. Mag sehr, sehr gerne immer authentisch sein bei all den Sachen und bei dem Song war es mir am allerwichtigsten, weil das so, so persönlich für mich ist, das Lied, also sehr, sehr persönlich. Okay. Aber wie bist du denn, du hast ja jetzt schon, ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken, Right to School Foundation, das hast du mir gerade schon gesagt, dass du da schon lange aktiv bist. Wie ist es denn dazu gekommen immer? Also ist es dann so, dass man sich sagt, okay, ich will irgendwie was machen, ich will helfen und guck dann einfach so, wo gibt es denn Leute, die Hilfe brauchen oder warum hilfst du genau da? Also ich bin ja jemand, der sehr an Gott glaubt, aber auch an das Universum, also ja, ist ja alles irgendwie zusammenhängt, sehr energetisch unterwegs, spirituell und für mich war das klar, ich habe nie Geld gespendet, weil ich nie wusste, wo das Geld ankommt. Und es war mir immer sehr suspekt, so die ganze Sache. Und dann, wie viel Prozent sind dann irgendwie Verwaltungsgebühren und bla und das Ganze. Also habe ich mir gesagt, ich muss das selber gründen. Also bin ich, was ich halt gerne mache, viel gereist. Vor Corona war das um einiges einfacher. Habe auch schon über 42 Länder bereist. Das ist nicht mehr. Und dementsprechend habe ich immer meine Sensoren offen gehabt für die Botschaft des Universums, wenn was passiert. Und da war ich mit meiner Freundin in Uganda bei den Gorillas. Da waren wir sozusagen Tracking. Da gehst du vier Stunden in den Regenwald und dann triffst du die an, wild, und bleibst mit denen eine Stunde. Und der kleinen Gruppe. Und der Richard war sozusagen in dieser Lodge, in der wir übernachtet haben, hat er gearbeitet als Personal. Und beim Abendessen so haben wir es. Ich bin sehr kommunikativ. Wie du gemerkt hast, ich rede. Ich habe auch eine Drahtstante. Nein, aber mit ihm geredet und dann kamen wir so zum Austausch und dann hat er angefangen zu erzählen, dass er selber ein World Vision Kind war und es ihn so inspiriert hat, was zu helfen, weil das viel machen kann. Dadurch hat er schneller Englisch gelernt und wurde auch selbstbewusster, hat dann die Jobs bekommen und wollte was zurückgeben für seine Community und da hat er halt die Right to School Foundation gegründet, genau 3 Monate bevor wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich ihn von mir erzählt. Schritt die Treppe hoch, weil ich gebe auch nicht irgendwie, wenn man Fremdes will, das einfach Batzen Geld und let's do it, sondern ich habe natürlich auch ein Gefühl dafür, ob das jemand ehrlich meint und ob da was dran ist. Und das sind jetzt schon über 4 Jahre. Und wir haben seitdem immer bestimmt 4-5 Mal die Woche Kontakt, seit 4 Jahren. Ja. Und es war auch schön für mich jetzt nochmal, weil das Land habe ich gekauft, ohne dass ich da war. Ich muss überlegen. Nicht bezahlt. So. Aber jetzt war ich da an dem Grundstück und habe das Haus gesehen, was wir gebaut haben und die Kids. Und deswegen ist auch schön, für mich das zu sehen, dass was passiert ist. Aber vor allem auch für all die Leute, die immer geholfen haben bei der ganzen Sache, bei den Weihnachtsaktionen und Co. Auch für deine Zuschauer, wenn die gerne sich informieren wollen, gerne mich anschreiben. Wir machen immer zu Weihnachten eine große Aktion. Zu sehen einfach, dass da wirklich das alles, was kommuniziert worden ist, angekommen ist. Genau. Ja, und das ja, dass du dieses Authentische auch eben hast, ne? Dass du weißt, okay, meine Kohle ist weg, aber die ist da und die ist gut aufgehoben, so nach dem Motto. Genau, ja, voll. Und die Intention war auch, dass das Geld 100% ankommt. Sprich, wenn du jetzt angenommen Lust an ein Patenkind hättest, und das ist sogar mein Wunschszenario, dann würde ich dir am liebsten den Kontakt zum Richard geben und du würdest mit ihm alles klären, weil dann kommt das Geld dran, dann musst du nicht mir es geben, wie schickt der Daniel wirklich rüber, bla bla und so, weißt du, so war es immer mein Ding, ich will jetzt so transparent wie möglich halten und das funktioniert gut bisher. Ja, das World Vision, das kenne ich, da hatte ich auch mal ein Patenkind, da ist ja auch wirklich so, da kriegst du ja immer Post, ne, und von wegen hat jetzt das gemacht und die Projekte machen wir und so, es ist so ein bisschen persönlich halt, ja. Bei uns kriegst du WhatsApp, das ist richtig cool. Ach, guck mal. Kannst du mir ein Video schicken, in dem Fall dem Richard. Und dann zeigt das dem Kind und dann nimmt das Kind auf und kriegst eine Videobotschaft zurück. Also okay. Da kannst du mir ja echt mal den Link dann schicken, den kann ich ja unten ins Video dann reinmachen, dass man dann da... Cool. Sehr gut. Aber dann lass uns noch mal ganz kurz über deinen Song sprechen. Du hast ihn ja zusammen mit... Moment, oh, ich habe so in die Kamera gerade geguckt, ich sehe nur noch Sternchen. Du hast den Song Vamonos hast du mit Ben Pohl zusammen aufgenommen, der
Ja, in Afrika, sage ich jetzt mal schon, ein Social Media Star ist, irgendwie mit 4 Millionen Follower oder sowas habe ich gelesen. Kam das dann auch über irgendwelche Universumsumwege, dass ihr in Kontakt zusammen gehabt habt oder wie funktioniert das? Ich meine, manchmal sollen die Sachen ja auch einfach so passieren, wie sie passieren, ne? Aber erzähl mal, wie kam's? Ja, im Endeffekt ist es, wenn du alles zurückblickst, dann ist alles eine Sache von Sachen, die sollen so passieren, weil das dein Weg ist, den du bekommst. Und dafür positiv offen sein. Aber um das mal nicht spirituell auszudrücken, ich habe einen sehr Das guten war jetzt Freund. überhaupt kein Witz, ne? Ich finde das gut, wie du das gesagt hast. Also ich kann Nein, das nein. nachvollziehen. Bei mir hast du ja voll den Partner in Crime gefunden. Aber War bei mir auch kein Witz. Ich meine es nur für die Leute, die jetzt zuhören, meine ich, dass ja, sie dann, okay. die nicht auf dem spirituellen Weg unterwegs sind, das ist mal normal zu antworten. Ich habe einen guten Freund, das ist der Emanuel Austin, der ist auch aus Tansania und hat eine Tanzschule hier in Offenbach. Also ich kenne ihn, weil ich bin auch aus Offenbach. Und wie war das gewesen? Wir waren. Ach, auf ein Event von ihm. Der hat einen Abschlussball gehabt und dann hat er einen Kumpel eingeladen gehabt. Das war der Ben Paul aus Tansania. Und er mir erzählt, ah, oh, der singt auch. Und dann habe ich ihm auch davon erzählt. Und dann sind wir in Kontakt gekommen, 2014. Haben immer mal wieder so ein bisschen geschrieben, dies, das oder mal eine Idee gehabt. Und dann hatte ich mit meinen Jungs, mit Jens Schneider und Jules Kalmbacher, meinen Produzenten, und Irene Gomez natürlich, die schreibt auch mal mit die Songs, haben wir den Song geschrieben. Und dann kam ich so auf die Idee, der Beat, der hat irgendwas so ein bisschen Afrikanisches. So irgendwie, wir sind dann in den Mood reingekommen. Da dachte ich, ey, weißt du was? Ich schicke das mal dem Ben Paul. Einfach direkt zu per WhatsApp geschickt. Und der hat sich innerhalb von 10 Minuten gemeldet. Ne? Was auch nicht typisch ist. Der braucht immer so eine Woche meistens. Aber da hat er gesagt, oh, this is a hit, bla, brother, bla. Und ich so, okay, you wanna join? Just take the second verse. Entschuldigung, ich rede jetzt auf Englisch hier. Nimm einfach mach die zweite Verse. Rübergeschickt und innerhalb von 3 Tagen war der im Studio und hat schon die zweite Verse und die Adlibs und alles rübergeschickt, weil er so hyped war auf den Song. Und dann kam eins zum anderen und dann bin ich nach Uganda geflogen und er aus Tansania nach Uganda und dann haben wir das Video gedreht, ja. Krass. Ja, weißt du, wann wurde es veröffentlicht? So lange ist es jetzt noch gar nicht. Ey, das ist schon ein paar Tage, aber es ist schon Welcher ist heute? 28. 6. Genau, 27. Mai, ein Monat. Ein Monat, ne? Aber es kommt gut an, ne? Also wenn man mal so guckt, so auf die Klicks und auf die Kommentare, Also war gut, dass ihr das gemacht habt. definitiv. Also ich glaube, so viele Airplays hatte ich noch nie in 4 Wochen. Also Ja? Airplays sind Radio-Plays. Ja. Und kein Internetradio, sondern wirklich FM-Radios. Und da sind wir Das jetzt in vier Richtige. Wochen bei 1000, also es wird schon 1000 Mal im Radio gespielt. Das ist ja Ach, echt krass. krass. Okay. Noch jetzt einer der Hauptsongs beim Inselradio Mallorca, also als Sommerthema. Da ist es sozusagen Sommer-Hit-Tipp des Jahres. Ja. Und es läuft da 4, 5 Mal am Tag, den ganzen Sommer durch, bis Ende September. Also es ist Krass. echt, echt krass, ja. Es kommt gut an der Okay. Song. Aber ich habe dich das letzte Mal ja auch schon gefragt, aber jetzt kommt mir diese Frage auch wieder in den Kopf, wenn ein Song so erfolgreich war und du schreibst jetzt irgendwann den nächsten. Wie ist das denn vom Druck her? Also weißt du, wie ich meine, dass du dir denkst, so, okay, der war jetzt gut, der war noch besser, der war noch besser und der nächste, machst du dir da selber so einen Druck oder bist du nicht so? Guck mal, ich sage dir jetzt ganz ehrlich noch an deine Zuschauer, darüber rede ich eher weniger, aber ich fühle es gerade so, deswegen mache ich es so. Ich sage dir ehrlich, ich war vom Winter bis zum Frühjahr dieses Jahr sehr in dieser Reflexion-Druckgeschichte drin. Schon, Sehr. okay. Wirklich sehr. So sehr, dass ich sogar Magenschmerzen bekommen habe und so. Also nicht gut, nicht positiv, auch nicht gesundheitlich fördernd. Aber hatte da eine Nacht das klingt auch wieder voll spooky und so, aber ja, ein Gespräch mit Gott. Klingt für manche Leute, der ist jetzt durchgedreht oder so. Nein, ist echt so. Und das hat mir so viel Ruhe gegeben, loszulassen und nicht alles zu erzwingen, sondern alles kann, aber nichts muss. Bleib bei der Liebe, die du hast. Und die Liebe habe ich zur Musik, weißt du? Und deswegen, ich mache die Musik und wenn ein Song durch die Decke gehen soll, dann wird er durch die Decke gehen. Und wenn es erstmal nicht sein soll, dann wird er erstmal nicht durch die Decke gehen. Aber dieser Vergleich, gibt es so ein schönes Zitat, das heißt, der Dieb der Freude ist der Vergleich. Und genau das möchte ich auch jedem mitgeben, der hier gerade zuhört. Vergleich dich so oft, weil das zieht dich einfach nur runter. Wir sind alle individuelle, einzelne Persönlichkeiten und haben unseren Weg. Und deswegen, ich habe mich zu viel verglichen und dann kommst du leider, du machst mit gewissen größeren Namen Songs oder mit Produzenten und dies und das und dann siehst du, mit anderen haben die den Erfolg und das und dies. Und dann kommst du in so einen Teufelskreis rein und das tut dir gar nicht gut. Das tut dir so gar nicht gut. Und deswegen zurück, back to the roots. Ich mache Musik, weil es mir Spaß macht. Und nicht, weil der Erfolg sozusagen mir die Nahrung gibt, sondern das Musik machen. Weißt du? Und da waren viele Situationen, wo ich dachte, boah, also der Spaß weggegangen dann so, weil es alles nur so Druck war. Und da musst du hin und hier und dies. Und mittlerweile,
Gott sei Dank, dank dieser Gespräche, ja, mit Gott, das klingt richtig spooky, aber wenn man es mal vielleicht für die, die es kennen oder fühlen, das Gefühl kennen, das war für mich so eine Erlösung, das kannst du dir vorstellen. Mhm. Dieses Abgeben vom Prozess. Ich gebe mir immer noch sehr viel Mühe und alles, aber ich erzwing's nicht mehr und hau da dreimal, viermal, fünfmal nach und erzwinge, sondern da drehst du, da bist du nicht glücklich. Mhm. Ja. Okay, ja, cool. Wieder was gelernt fürs Leben, siehst du? Ja, aber ist wirklich so. Ich glaube, man sieht dann auch so sein, es ist ja ein Beruf, aber es ist ja auch eine Berufung, aber man sieht es dann auch, glaube ich, irgendwann mal anders dann, ne? Also wenn man so ein Erlebnis gehabt hat. Voll, total. Ja. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich loszulassen. Loszulassen im Sinne von nicht mehr denken, dass man alles machen muss. Weil das ist gefährlich. Das kann auf Dauer echt im Körper. Es fängt das im Kopf an und dann zeigt der Körper andere Signale und sagt so, ey, stopp, weißt du? Und dann fängt es mal an. Kann sich noch viel Schlimmeres daraus bilden. Deswegen ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen und loslassen. Einfach sagen, ey, ich gebe mir Mühe. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Und weitermachen. Und irgendwann kommt es, wenn es sein soll. Wichtig ist, dass du gesund bist. That's all. Mhm. Was machst du denn den Rest des Jahres dann noch? Also wenn du jetzt so diese entspannte, ich meine, es ist ja zu wünschen, ne, wenn du diese entspannte Haltung beibehältst und diese Liebe zur Musik, ja, denke ich mal, schon beibehältst. Was machst du denn jetzt dieses Jahr jetzt noch? Stehen noch ein paar Auftritte an? Momentan sieht es ja aus, als wäre es möglich. Ich meine, toi, toi, toi. Wie sieht es denn aus für die nächsten Monate? Also es war erstmal auf alle Fälle richtig cool. Ich war am 5.6. Auf dem Schlossgrabenfest. Das ist in Darmstadt. Ich weiß nicht, wer hier gerade alles zuschaut, aber es ist ein ziemlich großes Festival in Darmstadt. Und da hatten wir die Ehre, ich hatte die Ehre, vor Tim Bensko direkt den Slot zu haben auf der Haupttribüne. Ich hatte 15.000 Leute vor mir mit und habe eine Stunde meine eigene Musik da performt. Also war auch für mich neu, ein Highlight. Ne? Dann gibt es einen Auftritt, das darf ich leider noch nicht sagen. Öffentlich. Wann probierst du das? Was haben wir denn heute? Warte mal, Dienstag. Diese Woche wollte ich es eigentlich veröffentlichen, ja. Ich kann nur sagen, ihr könnt Fernseher einschalten und das. Okay. Und ich war auch vielleicht schon mal da. Okay. Genau. Aber da kommt eine größere TV-Geschichte, wo das Song präsentiert wird. Auch richtig cool mit ganz, ganz vielen Tänzern. Also wir sind bestimmt 25 bis 40 Tänzer noch on top. Das wird richtig, also da unbedingt einschalten, das wird sich lohnen. Ich werde es auch, glaube ich, wahrscheinlich nächste Woche schon announcen dürfen. Also wie heißt announcen auf Deutsch? Ankündigen. Die englische Welt, ey, das ist ganz schlimm. Ankündigen dürfen. Und ansonsten habe ich noch ein paar Live-Auftritte, ja. Also verschiedene. Es gibt halt viele private Events oder auch Radiosender, die mich jetzt auf gewisse Events mit einbuchen, weil sie auch den Song jetzt so gut finden. Es gibt wieder diesen Donnerstag, da ist eine Orange Party. Muss ich noch, das ist leider rot, sonst hätte ich das angezogen. Genau. Und da werde ich auch den Song performen und präsentieren. Und wahrscheinlich, ach genau, ich bin am 1.8. in Mallorca. Da hat das Inselrat Mallorca nämlich 25 Jahre Jubiläum. Und die haben mich da als Gäste eingeladen, dass ich den Song präsentiere. Sehr cool. Das wäre cool. Ich wollte sagen, du bist ja komplett unterwegs. Wir waren letztens auf Rügen und ich meine, da hätte ich dich auch auf dem Plakat gesehen. Oder bin ich jetzt bekloppt? Irgendwo oben im Norden an der See. Kann sein, ja. Also ich weiß nicht. Also es gibt, da gibt zwei Radiosender, die mich da auch sozusagen pushen und supporten. Ja. Radiowerbung war oder ein Event, I don't know. Wenn man so viel unterwegs ist, ne? Aber dann wird es ja auf jeden Fall nicht langweilig und dein Kalender ist voll, hör mal. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, Vamonos auch noch so ein bisschen weiter in die Welt zu tragen. Mit der Botschaft. Ich warte auf den nächsten Lockdown, dass ich endlich wieder Urlaub und Spaß. Nein, das. Ach, hör mal. Ja, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr zum Hintergrund. Ich habe nämlich echt die ganze Zeit, ich fand das mit dem Afrika, das ist ja auch so stimmig irgendwie, auch in dem Video mit dem Song. Aber ich habe mir gedacht, ey, wie kommt der denn da drauf? Weißt du, so wenn du so die Hintergrundgeschichte nicht weißt, ist so, ja da frage ich mal nach. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ich habe dir zu danken. Dankeschön dafür, für alle, die das supporten wollen auf Instagram. Ich glaube, du packst sowieso alles da in die Box unten. Was ich sehr freuen würde, ist, weil da so viel Liebe drin steckt, ist wirklich, wenn ihr einen Kommentar auf dem YouTube-Video da lassen würdet und Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Weil das Feedback ist natürlich auch schön und das kriegen auch die Kids teilweise mit. Also wenn ihr es auf Englisch schreiben wollt, könnt ihr es auf Englisch machen. Ansonsten auf Deutsch. Genau, das wäre super nice.